Meine wunderbaren Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft in der Folge 100 und, keine Ahnung, 195, 96, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, ich habe das schon lange nicht mehr reingeguckt. Ja, willkommen in der Welt, die ihr vielleicht noch kennt, vielleicht auch nicht, waren in längerer Zeit jetzt ein bisschen Abstinenz hier von diesem LP, ich nutze schon wieder die Fachwörter des Pros, Kappa, und wir sind hier wieder live in the mix mit dabei. Letzte Folge hatten wir dieses Haus hier angefangen und das wollte ich halt so ein bisschen da drüber bauen, damit wir auch so ein schönes Bauprojekt haben. Und wir sind hier immer noch mit dem Shader am Stissel, an dem Missel und ich nutze schon wieder solche Jugendwörter. ja, wir hatten auch, stimmt, der Schnee ist ja jetzt endlich weg, genau, ist mir jetzt auch aufgefallen. Und, holy shit, lol. Ach ja, hier stimmt, hier ist irgendwie so eine Fläche unten, die frei ist und da spawnen immer die Zombies. Da müssen wir auch irgendwann mal hier so eine richtig große Begrabungsaktion machen, um mal zu gucken, wo hier frei ist eventuell. Lol. Nice. Erstmal eine Fackel begraben. Ich muss erstmal meine Sounds hier richtig wieder einstellen, weil, ja, ich habe das schon lange nicht mehr aufgenommen. Genau, ich habe Let's Playing, glaube ich, so ein bisschen verlernt. Ich habe jetzt so lange nicht mehr aufgenommen. Das Letzte, was ich gemacht habe, war das Overwatch-Video mit dem Rapile. Das kam auch ziemlich gut an, da habe ich auch mal wieder, ich glaube, über 60 Aufrufe oder so, keine Ahnung, oder knapp mit daran, was ja mittlerweile wieder für mich ganz gut ist sogar. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe jetzt mal kurz ein bisschen Zeit und dann kann man es auch ein bisschen aufnehmen. Ich bin momentan wieder in der Berufsschule, by the way, und da habe ich halt nebenbei also ein bisschen Zeit, um da was zu machen. Aber diese Zeit wird auch natürlich ein bisschen in Anspruch genommen für die Fahrschule. Da habe ich jetzt, bin jetzt auch fast durch, ich weiß gar nicht, wann ich das erzählt habe. Ich glaube in der Commentary Monday habe ich das mal erzählt, dass ich anfange mit der Fahrschule. Und mittlerweile habe ich dann nur noch eine Pflichtstunde und danach fahren wir die Prüfungsstrecken hier so ein bisschen ab in Köln. Und dann, lol, ich habe kein Holz, ah doch. Und dann werden wir mal so ein bisschen gucken, ne, ob ich die Prüfung dann bestehe im ersten Anlauf oder erst im zweiten, mal gucken. Natürlich soll man erstmal sagen, doch, man schafft das, ne, immer positiv denken. Wobei ich eher so der Realist in diesen Themen bin, in diesen Themas bin. Ich sage dann halt erstmal so, ne, wäre schön, wenn, aber ich glaube da nicht dran. Aber gut, man muss es im Endeffekt, ne, kann man nicht sagen, was ist, weil man ist nachher hinterher immer schlauer. Und wir können eigentlich, ja, man kann eigentlich noch nicht sagen, wie es wird, wie es nicht wird. Hier in Köln ist das so, gerade in meinem Gebiet hier quasi, da ist der TÜV halt so, der TÜV ist ja diese, ne, kennt ihr ja, denke ich mal, alle, die das halt prüfen, die Prüfer stellen und, ja, das Ganze überwachen. Und da ist halt das Gebäude vom TÜV hier, in dem Prüfungsbereich, ist so scheiße. Denn da ist so eine blöde Ausfahrt, die geht auf die Frankfurter Straße. Ich weiß nicht, ob das einer kennt, wir können ja mal Google Maps gucken, nach TÜV, weiß gar nicht, welcher Stadtteil das ist, so Gott, wie peinlich. Und da könnt ihr mal nachgucken, aber da ist eine Ausfahrt, ja. Und diese erste Ausfahrt, die ihr macht, das ist quasi das allererste, was ihr in dieser Fahrprüfung macht. Das ist die schlimmste. Weil da kommen links und rechts, also es ist erstmal eine ziemlich große Straße, die ihr da bewerkstelligen müsst und da halt rausfahren müsst. Das ist schon mal Punkt 1. Zweitens ist da relativ viel Verkehr. Egal zu welcher Tageszeit, es ist immer relativ viel Verkehr. Und Punkt 3 ist, ihr habt dann noch so einen Fahrradweg noch schön, ne, der schon ein bisschen breiter ist. Und ihr müsst euch dann dauernd links, rechts absichern, ob da keiner kommt. Und dann, ja, und dann müsst ihr nochmal gucken, dass kein Verkehr kommt. Und ach ja, das ist eigentlich ein bisschen blöd dort. Aber vielleicht ist es auch extra gemacht, ne, damit die schön, ne, wenn du die schon verkackst, wenn du da irgendwas schon falsch machst, kannst du direkt wieder umdrehen. Und das ist ja nicht weiter, fährst wieder zurück. aber ich habe da auch, gesprochen mit vielen Leuten, die auch schon ihre Prüfung da gemacht haben und das ist halt echt so, dass diese erste Kurve anscheinend, Kurve sage ich schon, die erste Ausfahrt wohl nicht so ganz beliebt bei den Leuten ist. Und dann gilt ja auch noch die Fahrt, beziehungsweise die Zeit, die du vom TÜV-Gelände bis zu dieser Ausfahrt fährst. Das heißt, auf dem TÜV-Gelände selber gelten ja auch Verkehrsregeln. Und die muss man auch beachten. Aber gut, das denke ich, werde ich sowieso durchsprechen mit meiner Fahrlehrerin. Dass wir da uns auf der sicheren Seite sein können, dass wir da schon nicht verkacken. Weil das wäre halt blöd. Okay, ich kann mal wieder nicht reden. Es ist nach 21 Uhr und die Faustregel lautet eigentlich, nach 21 Uhr kann man nicht mehr regeln. Siehst du? Alter. Okay, das war nicht beabsichtigt. Was ich jetzt vorhabe hier, um das mal ganz kurz konkret zu erwähnen, dieses Gravel hier wegmachen und diese Erde hier wegmachen, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und da werde ich das mit Stone füllen. Vielleicht bis hier. Ein bisschen mit Stony füllen, damit das hier ein bisschen
hübscher aussieht, wenn man da runter guckt. Ich meine, wir werden im Endeffekt sowieso nicht so oft hier sein. Aber man baut ja meistens diese Minecraft-Sachen nicht unbedingt, um da dauernd zu sein, sondern halt einfach, um sie gebaut zu haben. Effektiv sind die Sachen hier, die man hier baut, sowieso nicht. Dafür bräuchte man schon ein Modpack. Ich habe schon oft drüber nachgedacht, ob ich nicht das LP mal umwandeln soll, so ein Modpack-LP. Da hat man halt viel mehr Möglichkeiten, um das Ganze noch in die Länge zu ziehen. Hier musst du dir halt immer neue Bauprojekte aussuchen und in Modpack wäre es halt anders. Da kannst du halt die Maschinen aussuchen, die du bauen möchtest. Aber irgendwie mag ich das nicht, so eine Default-Welt in so ein Modpack umzuwandeln. Das finde ich irgendwie blöd. Ich kann es euch nicht sagen, wieso. Aber gut, jetzt mal wieder diese persönliche Präferenzen. Diese PP. PowerPoint Presentation. Stimmt, ich bin übrigens gerade wieder in der Berufsschule und da müssen wir jetzt auch wieder Präsentationen machen über Unternehmensformen. Ja, ganz spannendes Thema. Ne, wobei, finde ich gar nicht mal so schlecht. Was ist eine UG, was ist eine GmbH genau? Und dann müssen wir eine Präsentation machen hin und wieder. Und das ist ja alles schon Training für die Prüfung, die ja irgendwann mal kommt in 2 Jahren oder so. Ja, im Endeffekt ist es wie in der Realschule. Man arbeitet quasi nur auf diese Prüfung hin. Und mehr macht man in der Schule auch nicht. Das ist halt leider so. Stimmt, die Realschüler in NRW, die haben heute die erste Zentralprüfung geschrieben. Habe ich auch vor einem Jahr gemacht. Und es war die erste große Prüfung in meinem Leben, die ich gemacht habe. Also so eine richtige, die was, weißt du, ne, die was bedeutet. Und war schon eine sehr interessante Erfahrung. Ich weiß ja nicht, ob ich mein Abitur noch irgendwie nachholen werde, kann auch sein. Mal sehen, wie viel Lust ich da noch bekomme, weil man muss auch ein bisschen Lust darauf haben. Sagte mir mal eine Berufsberaterin, die bei uns in der Schule war, die hat auch gesagt, nee, zum Abitur musst du nicht nur, also klar, du machst es freiwillig, aber du sollst trotzdem nicht, dich selbst nicht dazu zwingen und du musst auch Lust dazu haben, ein bisschen zu lernen. Und man muss halt einfach Lust zu haben, dieses Abitur dann zu haben. Und das hatte ich zu meinem Zeitpunkt, als ich die Schule verlassen habe, nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich mache lieber eine Ausbildung. Und da wir in Deutschland leben, bietet uns danach das Bildungssystem noch ziemlich viele Möglichkeiten, noch an Abitur zu kommen. Es gibt immer Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Das ist nicht das Problem hier. Ich kann ja auch mit genug Berufserfahrung, hätte ich ja sowieso noch die Möglichkeit, ohne Abitur sogar zu studieren. Was ich aber nicht machen will, weil studieren ist irgendwie nicht so mein Ding. Das nur so mal so, ist mal in das Thema Schule und Bildung abgedriftet. Aber gut, wir haben ja alle möglichen Themen. Außerdem habe ich mir in Gedanken jetzt fest vorgenommen, eine Aufnahmesession mal wieder zu machen. So eine richtig schöne Aufnahmesession von diesem LP hier. Wo man auch ein bisschen länger mal spielt als nur diese Folgenlänge. Und ja. Das erwartet mich dann auch bald irgendwann mal, wenn ich genug Zeit habe dafür. Dann kann ich das mal machen. Am besten an einem Wochenende. Das wäre natürlich am besten, wenn man das machen könnte so. So, es ist diese Dachsituation hier eingetroffen. Ich werde gerade angeschrieben. Einen Moment. Genau. Okay. Das ist jetzt diese typische Dachsituation. Weil wir erhöhen das ja um einen. Ist jetzt natürlich die Frage, ne? Wir könnten natürlich, wenn wir ganz schick sein wollen. Will ich mal was ausprobieren hier, wie das aussieht. Oh, das war ein bisschen zu viel. Egal. Gucken wir einfach. Lol, was habe ich denn jetzt gemacht, Alter? Wir machen quasi so. Und dann machen wir so. Lol. WTF? Was ist denn hier los? Ist das ein Bug? Oder geht das einfach generell nicht? Moment. Jetzt geht das, oder was? Hä? Ich kann... Ach, weil das... Oh Gott. Holy shit, das war knapp. Moment mal, das muss ich jetzt mir aber nochmal genauer angucken hier. Ich möchte einfach... Ah, da kann ich das natürlich nicht drauf tun. Okay. Warte mal. Das hier machen wir erstmal dran. Jetzt will ich das ja um 1 erhöhen. Aber das ist auch blöd. Oh Mann, oh. Scheiße, da gibt es noch keine richtige Lösung dafür, die ich jetzt mir ausgedacht hatte. Habe. Dann müssen wir wohl so machen, irgendwie.
Ist zwar nicht so schön, aber mal gucken, wie es nachher aussieht. Ich muss allerdings wieder ein bisschen Holz. Ah, ne, ich habe noch ein bisschen was. Ist auch wieder so eine Sache mit diesem Holzmangel. Da muss man richtig was investieren. So richtig Zeit investieren. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie warm es in meinem Zimmer ist gerade. Boah, diese Aufnahmekammern immer. Holy shit. Das ist so warm gerade. Ich bin echt kurz vor einem Hitzeschlag hier. Obwohl ich das Fenster auf habe. Aber draußen ist halt auch warm. Das nützt halt nichts. Es nützt halt gar nichts, ja. So. Gucken wir mal, wie das von innen dann aussieht. Und von außen. Von innen, wenn man das so weiterführt. Das ist ja easy. Ist ja nur eine Stufe höher. Von außen, wenn wir so über die Brücke gehen. So ein Flachdach ist in Ordnung. Und das geht dann halt so da drauf. Das überwölbt sich dann halt quasi. Bin ich einverstanden mit, muss ich sagen. Mir gefällt es. Können wir so nehmen. Bestellen wir mal so, ne? So. Müssen wir wieder ein paar machen. Und dann packen wir die einfach wieder drauf. So. Ich hatte echt überlegt, ob ich das Digital Peter Pack mal wieder rein tue. Zwischendurch. Aber ich hatte mir eigentlich gesagt, Mensch, das Haus wollte ich unbedingt in diesem Texture Pack bauen. Einfach, damit ich den Stil so ein bisschen drin habe. Deswegen habe ich jetzt gesagt, nee, komm, dann lass das jetzt einfach mal so. Und die B2LP Texture Pack kannst du immer noch reintun. Wahrscheinlich so, der, wenn ich diese Aufnahmesession, die ich vorhin angesprochen habe, dann mache, dann werde ich wahrscheinlich das B2LP Texture Pack reintun. Aber ja, genau, das machen wir einfach so. Jetzt habe ich hier Mist gebaut, oder? Habe ich hier Mist gebaut? Pass mal auf. Hier ist... Oh, wir müssen das sowieso noch um eins weiterführen. Und das ist außen und dann machen wir so. Perfekt. Jetzt können wir den Baum direkt abholzen, weil den brauchen wir nicht mehr. Du wirst leider verschwinden von dieser Bildfläche. Das tut mir leid. Aber es ist so, es müssen Bäume sterben, um neue Bereiche zu erforschen. Oh Mann, das war echt zu viel wieder. Jetzt muss ich hier wieder noch einer hin. So. Stimmt das überhaupt so? Ist das ein Block? Das ist ein Block. Das ist ein Block, ne? Dann ist das doch ungefähr gleich. Wenn ich das so richtig sehe. Ja, das sieht gleich aus. Ich muss ja natürlich ein bisschen wegkommen. Haben wir nicht noch eine Schere? Nee, ne? Das hatten wir vorhin. Ach, ich habe auch noch Pfeile und so. Voll geil. Wir haben 47 Pfeile, holy shit. Nice, das gefällt mir. So können wir uns im Notfall halt, ne, verteidigen. So. Dann, was gibt's noch für Neuigkeiten in der Zeit? Ah, wow. Ich bekomme einen Urlaubstag mehr, weil die wunderbaren Leute haben anscheinend gestreikt für uns Azubis. Und wir bekommen jetzt einen Urlaubstag immerhin mehr. Jetzt habe ich 29 Tage und ein bisschen Geld mehr. Ich glaube, wir bekommen insgesamt 100 Euro mehr brutto. Netto macht das dann 60 Euro oder so aus. Und ja, das ist schon ganz nice. Dann haben wir ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Kann man sich wieder mehr PC-Teile kaufen? Natürlich nicht. Meine nächste Investition wird dann wahrscheinlich die GTX 1080 sein, die ich mir eventuell hole. Es steht noch nicht fest. Mal gucken. Ach ja, und ich wollte die neuen CPUs mir holen. Genau. Ich wollte, und zwar, damit ich quasi wirklich wieder, ne, up-to-date bin irgendwann, werde ich mir in den nächsten, wenn diese neuen CPUs rauskommen, ich weiß gar nicht mehr welche, das sind diese Extreme Editions, ich weiß den Namen gerade nicht, scheiße. Die haben 10 Kerne, hat der, glaube ich, der neue. Habe ich 20 Threads. Ist ganz ordentlich. Und die sollten sich aber halt schön takten lassen, weil sonst nützt ja mir fürs Gaming nützt das ja sowieso nicht viel. Aber fürs Rendering, was ja dann betrieben wird damit, das und für Virtualisierung nützt das halt ziemlich. Und diese Extreme Editions war schon immer mein Traum, eine zu besitzen. Und deswegen hole ich mir die wahrscheinlich, aber in der neuen Generation nicht. Also ich hole mir nicht den 5960X, sondern da gibt es ja eine neue Version. Auch im Sockel 211-3. Oh, ich habe gerade gedacht, da wäre ein Creeper. Holy shit, habe ich mich erschrocken. Und das geht, passt ja auf mein Mainboard, auf meine Vacu und dann geht das easy peasy. Und dann machen wir das einfach so, ne? Da werde ich euch aber auch nochmal drüber updaten. Ach, und ich wollte noch Thema Schreibtischtour ansprechen. Genau, ich plane wieder eine Schreibtischtour zu machen, weil sich das so viele gewünscht haben. Werde ich das demnächst auch mal durchführen. Da muss ich wieder ein bisschen Zeit finden. Ich weiß, das klingt immer so blöd, wenn man... Ich bin gar nicht so viel beschäftigt, aber trotzdem habe ich wenig Zeit. Und um mir da wirklich halt, ne, weil damit es schön wird, muss ich da Lust und Zeit drauf haben. Zeit drauf haben, klar, ja.
muss ich da Lust drauf haben und Zeit besitzen dafür, um diese Lust zu investieren, ja. Und das wird aber bald der Fall sein, denke ich. Und dann komme ich mal wieder zu euch mit einer neuen wunderbaren Schreibtischtour, die ihr dann angucken könnt und liken könnt und keine Ahnung was. Genau, das war's auch im Grunde. Ich mache noch ein Thumbnail-Bild, Alter. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode von Let's Play Minecraft, wenn ihr Bock habt einzuschalten. Bis dann, euer Marc von Headgame. LP. Tschö.